Sie haben es gelesen, wir verabschieden Pfarrer Paul Krachen, den langjährigen Schulreferenten dieses Kirchenkreises, der es fast bis zur Volljährigkeit in der Dienstzeit im Amt des Schulreferenten gebracht hat. Es fehlten nur noch wenige Monate, dann wären die 18 voll gewesen. Paul Krachen, der Brückenbauer. Er hat dafür gesorgt, dass die Mauern und die Befestigungen stabil sind, dass Kirche und Schule sich als Bildungspartner verstehen und wir haben dadurch die wunderbare Möglichkeit, fröhlich über sichere Abgründe zu balancieren. Kirche und Schule, eine Brücke zwischen beiden. Das ist nicht selbstverständlich. Erst die Reformation hat nämlich entdeckt, dass Bildung die treue Gefährtin der Kirche ist. Die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen allein aus Gnade will nämlich Herz und Hirn gleichzeitig erreichen. Seitdem gehen evangelische Freiheit und Bildung Hand in Hand. Seitdem erweist sich die Kirche als eine Lerngemeinschaft, in der Freiheit eingeübt, erprobt, ausprobiert wird und gewahrt wird. Ja, dann gibt es natürlich noch die kirchlichen Schulen. Schulen in evangelischer Trägerschaft wie in Schweich sind ein wesentlicher Beitrag zur pluralen Ausgestaltung des Schulwesens in der Bundesrepublik. Dies ist nämlich als offene Zivilgesellschaft auf das Engagement freier Träger angewiesen. Profilierte Schulen in evangelischer Trägerschaft, und das gilt genauso für Schulen in katholischer Trägerschaft, sind deshalb ein lebendiger Ausdruck eines demokratischen Bildungswesens. Sie sind nicht nur im Religionsunterricht geprägt durch das christliche Verständnis von Mensch und Welt mit seiner Betonung der Würde des Menschen und seiner Hinwendung zum Nächsten. Sie erschließen zum Beispiel durch geistliche Angebote Zugänge zur Lebenswirklichkeit, die offen sind für Gott. In der Verbindlichkeit des gemeinsamen Lebens sind sie auch besondere Gemeindeformen. Lieber Herr Krachen, als jemand, der mit Ihnen gemeinsam den Aufbau der Schule gestalten durfte, sage ich im Namen des Kirchenkreises Trier, aber auch der Dietrich-Bonhoeffer-Stiftung, der Schulträgerin, aber auch ganz persönlich herzlichen Dank für Ihre Beharrlichkeit, Ihre Kompetenz, Ihr Gottvertrauen und Ihre Belastbarkeit. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen und bei denen, die zu meiner Verabschiedung jetzt schon so viel Freundliches gesagt haben. Ich bedanke mich ganz im Besonderen und für die Musik bedanke ich mich. Vielen Dank. Das könnte es jetzt sein. Wäre aber ein bisschen zu wenig. Ein paar Worte mehr.